Hallihallo und willkommen zurück bei Fortress Crafty Wolf mit Andri. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit tiefer. So, ich baue das noch schnell fertig auf. Plumps, runtergefallen ist es. Jupp, und da habe ich noch nicht zugemacht. Das machen wir aber jetzt gleich. Ja, bitte. Ich habe da jetzt auch blöderweise einen Hopper weggenommen, macht aber nichts, gar nichts. So. Da ist ja mal Ende. Gut, das nehme ich raus. Kannst du mir den Ofen hast du gesetzt, hast du gesagt, gell? Ja. Passt. Den Ofen habe ich. Ja, diesen Schmelzofen. Jo. Passt. Der zweite steht schon oben, ja. Okay. Aber hin. So, das wird dann noch abgebaut. Ich glaube, was wir da noch machen sollten. Ja. Ich bin da noch nicht ganz glücklich, dass sie da die Kohle nur durch die Storage Hopper von einem Eck zum anderen transportiert. Ich hätte da gerne nur eine Förderstrecke, eine richtige mit Rohre. So. Und zwar würde ich. Ja, ich weiß schon. Weil irgendwann einmal soll in allen vier Ecken da oben an der Decke die angereicherte Kohle nach oben fließen, weil wir werden es brauchen vom Verbrauch her, wenn wir mehrere Strecken brauchen, wo sie angeliefert wird. Ansonsten geht sich das dann irgendwann mengenmäßig nicht mehr aus. Und das werden wir jetzt gleich machen, bevor wir mit dem Rest beginnen. Ach, falsch. Falsche Taste. Ich nehme die ganzen Erze raus. Die ich ja hinterher nachher wieder einfüllen kann. Ich mache jetzt keine zweite Zinnstrecke mehr auf, gell? Weil im letzten war Zinn drinnen noch, im letzten Schmelzofen. Ach so, ja. Ja, die haben wir mal reingeben, wenn wir da händisch einiges gehabt haben. Ja. So. Ah, das brauchen wir nicht mehr. Das wird ja umfunktioniert. So. Das ist alles grün. Grün ist gut. Grün ist leer. Das ist nur gut, wenn er so bauen will. Ja, stimmt. Ansonsten sollte alles rot sein, das steht nämlich für voll. Ja, also die 7 Days folgen auch schauen. Ihr seht schon, das hat bei der Tibra eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Also wir sind auch heute schon wieder voll. Nee, aber ich, was soll das heißen? Das war ja auch gestern ein Thema bei 7 Days. Ich bin nicht voll. Hallo, nur weil ich von meinem Weinglas. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist erkennbar. Das ist dann sozusagen ein geregeltes Leben. Nein, ich bin nicht voll. Hallo? Nein, ich nicht. Dieser Anduin. Ja, man muss das nutzen. So, dich stellen wir auch gleich um auf Add-Only in dieser Reihe. Die Fließbänder werden alle ausgetauscht auf Rohre. So, dann haben wir da unser Bauprovisorium. Dann werden wir da jetzt gleich mal rauf. Und nehmen
Das heißt, die sind auf Folge. Das hätten wir sehr sparen können, oder? Ja, das Ganze wieder weg. Ach. Hm. Ja, es ist da so vorhandene Sachen da zu basteln. Mhm. Nur aufpassen, wenn man die falschen Blöcke wegschießt. Ja, stimmt. Wenn man dann teilweise auch gar nicht mehr dazukommt. Ne? Es wäre cool, wenn man die alle nur mit einem super Bild wegbringt. Die Blöcke, die wir immer aufpassen. So, okay. Gut, dann Energy. Wir brauchen Energy. Genug Zellen habe ich ja jetzt. Jetzt können wir wieder Umwelt verschmutzen und die Kohlekocher anheizen, stinkend grünen Rauch rausschicken. Ich bin ja schon gespannt, wie es raucht, wenn es dann mit dem Crystal Deposito angereichert ist. Die Kohle. Okay. Grün schaut ja schon sehr gefährlich aus, ne? Ja, vielleicht kriegen wir rosa zusammen oder so, oder violett oder irgend so, oder blau. Blauer Rauch ist sicher auch cool. Schaut alles sehr umweltgerecht aus. Ja, sehr, sehr umweltfreundlich eigentlich, ja. Also warum einen die Aliens hier nicht gerade lieben, ist nachvollziehbar. Genau, überhaupt nicht. Nicht? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Verstehe ich nicht und nicht. Nein, ist klar. Warum? War ja auch schon früher so, dass die Einheimischen die Bösen sind. Ne? Immer, ja. Schon bei der Besiedelung Amerikas. Ja. Das ist schon gesehen. So, jetzt gehen wir die Energiezellen aus, ohne zu wissen warum. Dass die kein Verständnis haben für Industrialisierung, diese Naturvölker. Hm. Naja, wie dem auch sei, so, die Grünen haben wir da, so 25. Machen wir noch einmal. Und dann natürlich auch noch das Thema des Nichtverstehens eines Ein-Gott-Glaubens, den man ja dann aufzwingt. Ja, genau. Kommt da dann auch immer gleich dazu? Ich denke mir immer, die Leute sollen glauben an was sie wollen, solange sie einem nicht zwangsbekehren wollen. Kann man sich nur gegen diese positiven Sachen dann da... Ja. Der Religionen stellen, ne? Genau. Der Industrievölker. Ja. Das muss man doch genauso schlucken, wie man es serviert kriegt. So, jetzt kommen die Kohlekocher. Nein, die. Hier sind sie, die Öfen. So, dann brauchen wir da einen Storage Hopper. Den drehen wir jetzt mal. So müsste die Anzeige jetzt da drüben sein. Ja. Okay. So, du fehlst noch in der Sammlung. Was, der Kubikaufsatz? Und da habe ich noch ein paar Aufsätze zu vergeben. Ja, und sie saugen Energie. Ach, ist das schön. Alles leuchtet, alles bewegt sich. Hm. Ich liebe die große Industrialisierung. Genau. So. Atmet den Smog. Genau. Er will schon frische Luft. Ja, die verkaufen wir dann an den Frischluftbars. Ganz teuer. Frischluft. Ja. Genau, Frischluftbase. So wie es heute die Raucherzellen gibt. Gibt es dann
Frischluft. 10 Euro für eine Minute Frischluft tanken. So ist es, ja. Und dann mit so einem Werbeplakat überall in die Straßen, wo man so einen schönen Berg mit so einer beschneiten Bergspitze sieht und grünen Wäldern unten. Ja, das genau. Gibt es ja dann immer zu dem Zeitpunkt. Stimmt. So wie eine jetzt das Kaufwasser ja auch schmackhaft gemacht wird, ne? Mit den tollsten Fotos aus Tirol und Kärnten und Vorarlberg oder wo immer sie sie machen, ja. Mit Wäldern und Gebirgen, zieht natürlich in Österreich total, also ich kann mir da immer nur, eigentlich glaube ich haben es diese Produzenten relativ schwer in Österreich, die tun mir richtig leid, welcher Österreicher? Der hat sich kauft sich normales Wasser in der Flasche. Stimmt eigentlich, ja. Ja, es gibt schon ein paar Regionen, wo das Trinkwasser nicht so gut ist. Ich muss sagen, wir sind Gott sei Dank in einer Gegend, wo es sehr tolle Qualität hat. Ja, stimmt. Dafür bin ich dankbar. Mhm. Es schmeckt zonal sehr unterschiedlich. Muss ich ehrlich zugeben. Was schmeckt? Es ist teilweise sehr unterschiedlich, das Wasser. Von den Regionen her? Von den Regionen her, ja. Ja, da gibt es schon ziemliche Unterschiede. Okay. So. Das stimmt. Dann. Ich muss mich da jetzt kurz konzentrieren, dass die Fließrichtung. Gerade überlegen, was ich da so tun. Ja, das ist nicht ganz ohne. Was wollte ich jetzt eigentlich? Mhm. So ungefähr. Na, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Doch. Das ist falsch. Plötzlich steht man und rätselt man, genau. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Was wollte ich eigentlich bewirken hier? Warum sind wir auf dem Planeten? Wie, da war doch was, oder? Genau, da war was. Ich bin gerade das erste Mal ist immer etwas komplizierter, etwas irgendwie passt da gerade nicht so recht. Dann machen wir es passend. Ja. Genau. Ja, ich denke, jetzt komme ich hin. Habe ich den da nicht angefüllt? Da ist schon her dran, rennt da nichts. So. Darüber. Und das hier runter. Oh doch, der ist ja voll. Ja, so geht das. Oder auch nicht. Jetzt brauchen wir Storage-Hopper hier. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was sie da oben tut. Die schaut in die falsche Richtung. So. Jawohl, jetzt passt's. So. Ich muss zugeben, es wird. Dann hier kommt noch was hin. Hier drauf. Nein. So. So, und jetzt bauen wir das Ganze auch von der Seite auf. So. Oh, das war wieder falsch. So. Passt.
passt. Jetzt muss ich da nur noch das rein fließen lassen und dann kann ich es anhängen. Blödsinn. Das heißt, hier kommen zwei Star Chopper hin. Gut, dann. Ja. Da, das geht darüber, darauf und runter. Cool. Zinn kann ich umhängen. Das Teil steht mal. Ups, so, da hätten wir jetzt gleich vergessen zum Anfangen. Das kommt da rein und fließt da so hums durch runter. So. Davon abgesehen habe ich einiges an Zinn da. Schau mal gleich, ob es fließt. Skepsis. Okay, fließt das? Ja, das fließt auch nach unten, das fließt auch nach unten und schließlich alles da rein. Super. Das wird mir auch wieder nicht angezeigt. Wollen wir sie dann mal kurz nach oben zur Kontrolle? Ups, zu weit. 40 habe ich. Ja, jetzt passt es. So. Okay. Gut. Das geht hier noch vor, hier noch vor, hier noch vor. Das bauen wir ab, das brauchen wir nicht mehr. Der Glasboden rein, damit keiner durchrutscht. Hier kommt es rauf, rauf, rauf. Runter ins Zinngeschoss. Passt. So, dann haben wir rundherum die Versorgung mit der angereicherten Kohle. Runter, runter, runter. Da ist die Kohle. Ups. Und da ist das Zinn. So, wie schauen wir zeitmäßig aus? Würde ich jetzt beginnen, die Rohre darunter zu legen. Aber wir haben noch. Okay. Wir haben noch Zeit. Zwar brechen wir da jetzt da auf. Kannst du mir das Zinnrohr runterlegen? Bin gerade dabei. Sehr gut. Denn. Ins Lager, ne? Ja, ja. Und die Erze sind, ja. Mache ich gerade. Okay, Star Chopper, das hier nach vorne verfrachten. Sehr gut. Müsste schon durchschauen. Okay, hole ich mir gleich. Soll ich runter und soll ich das unten aufbauen? Nein, Zinn habe ich Lager schon im Griff, denke ich. So, da müssten jetzt gerade. Ja, jede Menge. Ich sehe schon, ich hole mir es schon. Ich werde aber trotzdem drei freilassen vor der Wand, weil da kommen ja einige Rohre durch. Ja, ja. Mhm. Also so schon freilassen, ja. Ja. Mhm. Den Weg wieder. Ja, ja. Das heißt. Könntest du in die. Nein, die Box und die Drehs. So. So, da ist ein Hopper. So. Und der wird gedreht
Der führt nämlich nach vor und nach oben. Oder mache ich mich im Eck die Hopper? So, jetzt haben wir mal die 10 da. Das kann ich mal wegbauen. Gut.